Hallo, ich bin Simon von ilovebodybuilding.de. Es geht in diesem Video um Unterarme wie Popeye. Wir wollen natürlich nicht nur einen schönen Oberarm bekommen, dass der Bizeps schön dick ist, sondern natürlich auch der Unterarm muss entsprechend sein. Sieht ja sonst ein bisschen eigenartig aus, wenn man einen dicken Oberarm, aber so einen kleinen Unterarm nur hat. Ja, das Unterarmtraining ist eine Sache für sich, wird von vielen Bodybuildern im Grunde genommen gar nicht explizit trainiert. Das heißt, die Unterarme werden sehr oft vernachlässigt. Natürlich ist es so, dass man die Unterarme auch mittrainiert bei vielen anderen Übungen, weil es eben um die Greifkraft geht und gerade da spielt dann der Unterarm letztendlich eine Rolle und letztendlich wird diese Muskulatur dabei auch mittrainiert. Das heißt, man muss sie gar nicht speziell angehen. Aber es ist eben auch so, dass man gerade bei Übungen wie zum Beispiel beim Kreuzheben immer wieder an seine Grenzen stößt, immer wieder den Satz irgendwo abbrechen muss, das Ganze beenden muss, weil man keine Kraft hat und letztendlich ist es dann eben nicht die untere Rumpfmuskulatur oder was auch immer, die versagt, sondern es ist letztendlich in den allermeisten Fällen die Greifkraft, die versagt. Und das ist natürlich sehr schade, wenn man dann aufgrund Versagen der Greifkraft das Kreuzheben abbrechen muss, das Langhantelrudern abbrechen muss, vielleicht auch das Latziehen oder die Klimmzüge abbrechen muss. Letztendlich ist die Greifkraft bei so vielen Übungen entscheidend und es ist immer wieder sehr schade, wenn man eben dann seinen Satz abbrechen muss oder eben sagt, da ist meine Grenze, aber nur aufgrund der Greifkraft. Ja, kommen wir mal zurück zum Thema. Ihr habt ja schon festgestellt, Greifkraft und Unterarme, das geht sehr eng miteinander einher. Das heißt, wir haben hier schon eine sehr starke Verbindung zwischen Greifkraft und dem Unterarm. Das ist eben quasi so, dass da letztendlich der Unterarm mit bei beansprucht wird. Du siehst es auch sehr gut, wenn du eben eine Faust ballst, dass der Unterarm dann auch sehr hart wird. Du siehst zum Beispiel auch, wenn du die Faust dann so leicht anbeugst, dass der Unterarm dann hier im besten Fall so einen kleinen Tennisball bildet. Ja, das ist dann eben so, dass da letztendlich eine Verbindung herrscht. So, jetzt kommen wir mal ganz konkret dazu, was du für deine Unterarme tun kannst, um eben schöne Popeye-Unterarme zu kriegen, damit das Ganze natürlich auch in Relation zu deinem Oberarm gut ausschaut und letztendlich natürlich auch beim Training wertvoll ist, da du eben einfach die Übung besser und stärker ausführen kannst. Ja, was ich hier dabei habe, ist eine ganz simple Kurzhantel. So eine Kurzhantel, die gibt es in jedem Fitnessstudio, die hast du vielleicht auch schon zu Hause. Wenn du sie nicht zu Hause hast, dann solltest du dir sie für wenige Euro zulegen. Sowas ist eine multifunktionale Sache. Du kannst so viele Übungen mit einer Kurzhantel machen und letztendlich damit auch wunderbar deine Unterarme trainieren. Die erste Übung möchte ich dir zeigen für den Unterarm. Du lässt deinen Unterarm, also kurz unter dem Ellbogengelenk, an deinen Oberschenkel stützen. Du siehst es bei mir schon ganz gut. Ich bin jetzt hier nicht so gegengestützt. Ich will jetzt hier keine Bizeps Curls machen. Ich lege meinen Unterarm auf dem Oberschenkel ab, habe hier eine gerade Griffposition. Das heißt, ich bin hier gerade, Unterarm und Handgelenk bilden eine Linie. Und jetzt fange ich an, die Hantel leicht im Handgelenk nach oben zu bewegen. Diese Übung, dieser sehr geringe Bewegungsradius, den du hier gerade bei mir siehst, ist letztendlich ein sehr effektives Unterarmtraining. Ich versuche dir das nochmal so zu zeigen. Die Bewegung, die du letztendlich machst, ist eigentlich nur die hier. Das ist die Bewegung, die du machst. Wähle natürlich ein entsprechendes Gewicht, um eben den Reiz zu erhöhen, um eben dafür zu sorgen, dass dein Unterarm eben auch wirklich an seine Grenzen stößt, was die Kraft angeht. Das heißt, pack dir so viel Gewicht auf deine Kurzhantel rauf, wie du in der Lage bist zu bewegen. Wichtig ist, dass du tatsächlich nur diese Bewegung hier machst und nicht anfängst, hier irgendwie zu curlen. Das heißt, im Ellbogengelenk findet keine Bewegung statt. So, das ist die erste Übung für den Unterarm, die du machen kannst, die du machen solltest. Das geht natürlich ganz explizit auf den Unterarm, auf die Muskulatur hier in diesem Bereich. Ist natürlich sehr wertvoll. Eine andere Übung, die du für den Unterarm machen kannst, zeige ich dir jetzt. Damit du ein bisschen besser sehen kannst, was ich hier mache, habe ich mal das Gewicht von der Kurzhantelstange runtergenommen. Ich zeige dir jetzt, wie du am besten Fingerrollen durchführst. Fingerrollen ist eine Übung, die jetzt natürlich, wenn man sie einzeln macht, also ohne davor irgendwas trainiert zu haben, immer sehr, ja, sehr leicht scheint, kommt immer so ein bisschen wie eine Pille-Palle-Übung rüber, ist letztendlich aber eine sehr gute Übung, um sie am Ende
eines Trainings noch zu machen, um letztendlich die Fingerkraft zu trainieren, die Kraft der einzelnen Finger, denn genau das ist auch wichtig, wenn sich beispielsweise beim Kreuzheben schon langsam die Hand ein bisschen gelöst hat und du merkst, meine Hand hat sich gerade schon so ein ganz kleines bisschen geöffnet, damit du dagegen steuern kannst und eben auch wieder die Kraft hast, die Hand ein Stück weit wieder zu schließen und wieder einen festen Griff zu bilden. Dafür ist die Fingerkraft, also die Kraft der einzelnen Finger, ganz entscheidend. Du nimmst die Kurzhantelstange, du kannst es auch mit einer Langhantelstange parallel machen, du nimmst die Kurzhantelstange in deiner Hand, legst wieder in der gleichen Position ab und lässt die Stange in den vorderen Bereich deiner Finger rollen. Wenn die Hantelstange im vorderen Bereich, also im letzten Gelenk deiner Finger angekommen ist, dann sorgst du dafür, dass die Hantelstange wieder hochrollt und kannst auch deine Hand quasi ein kleines Stückchen heben. Das ist eine Übung, die sehr viel Feinmotorik erfordert. Diese Feinmotorik hat natürlich bei der Kraftentwicklung, auch bei der Fingerkraft, eigentlich relativ wenig Einfluss, ist allerdings auch eine Übung, bei der du tatsächlich auch hier oben diesen oberen Handbereich trainierst. Das heißt, wenn du sie am Ende eines Workouts ausführst, wenn du dich schon gut ausgepowert hast und einfach nur noch so ein bisschen rumspielen möchtest, dann ist es tatsächlich eine gute Möglichkeit, um die Kraft deiner einzelnen Finger noch ein bisschen zu trainieren. Ja, diese Übung ist sehr unpopulär, sie sieht natürlich auch sehr unschön aus. Bei mir ist natürlich auch noch nicht so viel Koordination drin. Sie sieht so einfach aus, als wenn es gar kein Training wäre, aber in der Tat, ich merke es jetzt auch gerade hier im Handrückenbereich hier, dass ich da eine Belastung habe und mal sehen, was morgen ist, also ob ich morgen merke, dass tatsächlich dieses Fingertraining und dieses Unterarmtraining, ja, mir den Tag macht. Ja, warten wir es mal ab, ob ich einen Muskelkater bekomme. Es ist auf jeden Fall wichtig, die Unterarme zu trainieren. Du kannst sie natürlich auch phasenweise aus deinem Trainingsplan rausnehmen. Das heißt, es ist nicht unbedingt zwingend erforderlich, die Unterarme mit in deinen Trainingsplan reinzunehmen. Wenn du aber merkst, einfach im Bereich von Greifkraft stößt du immer wieder an deine Grenzen. Die Greifkraft ist auch was, was bei dem einen Menschen besser ausgebildet als vielleicht bei dem anderen. Und wenn du da merkst, du stößt an deine Grenzen, dann trainiere eben deine Griffkraft, deine Greifkraft, deinen Unterarm explizit. Und wenn du eben merkst, Oberarm und Unterarm stehen irgendwie in einem merkwürdigen Verhältnis, nimm dir ein Beispiel an Popeye, der hat so eine Unterarme und so einen kleinen Oberarm. Mach's wie Popeye, trainier ein bisschen was für deine Unterarme. Ich würde mich freuen, unterhalb von diesem Video ein bisschen was von euch zu lesen. Trainiert ihr explizit eure Unterarme? Muss ich da vielleicht nochmal euch ein bisschen Nachhilfe geben, ein bisschen genauer darauf eingehen, was kann man noch für die Unterarme machen? Besteht Bedarf oder ist es eher eine Sache, die ihr nicht so wichtig findet, weil ihr eben sagt, ja, da gibt es ja auch diese schönen Zughilfen, von daher, was soll ich mich um meine Unterarme scheren? Wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Simon. Und ihr kennt sicherlich noch aus Kindheitstagen das Märchen des Kaisers neuen Kleider. Ihr kennt sicherlich auch noch vielleicht, weil ihr mal so ein Buch in der Oberschule lesen musst, dann geht es euch so wie mir. Das Buch Kleider machen Leute mit dem Schneider Strapinski und so weiter. Ich musste darüber mal eine ganz üble Klausur schreiben.